Abonnieren kostenlos, wenn ihr die Glocke drückt. Hallo zusammen. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Und ja, du hast recht. Abonnieren, die Glocke drücken, damit ihr ein Abo habt. Kostet euch ja nichts. Genau. Und ihr werdet informiert, wenn ein neues Video rausgekommen ist. Genau. Und die meisten warten ja immer drauf, wann kam die Neues, wann haben die was Neues. Ist das sogar ein Wettbewerb? Sehr wahrscheinlich wird das bei diesem Video auch wieder so stehen. Erster, zweiter, dritter. Und sind mindestens vier, die meistens der erste. Ich weiß nicht, was das für ein Hobby ist. Aber weißt du was? Die vergessen dabei. Was? Wir sind Erster. Genau, wir gucken dann nämlich das alles Erste, was der Patrick da aufnimmt, was wir für einen Blödsinn hier erzählen. Deswegen, ne? Ja. Also, lass uns ein Abo da. Also, dann wissen wir auch, dass wir gemocht sind und dann ist alles gut. Beim nächsten Mal könnt ihr drauf drücken. Zweiter, weil Erster war schon. Ja, genau. Du bist in vielen Situationen im Leben der Erste. Ne? Aber gut, wir gehen jetzt mal. Das lassen wir mal so da stehen, ne? Ja, das lassen wir dann so mal stehen. Ich wollte es nicht ansprechen, aber mit dem Bereich hat es natürlich zu tun. Hier haben wir ein Mercedes mit den Daten. Und den Problemen. Der Wagen hat ein Problem mit der Ladedruckregelung. Steht auch im Federspeicher drin. Das haben wir jetzt schon öfters gehabt, deswegen wollen wir den Hinweis geben. Dieser Motor, habt ihr gerade gesehen, was das für ein Motor ist. Der ist undicht, die Ansaugbrücke ist undicht, aber ganz seltsam. Und das zeigen wir euch jetzt mal. Wir setzen jetzt das System unter Nebel. Hier ist die Ansaugbrücke, hier ist der Turbolader. Da drücken wir einfach den Nebel durch bis in die Ansaugbrücke. Und dann zeigen wir euch mal, wo der da undicht ist. Komm mal her, Patrick, hier kannst du das nämlich sehen, die Ansaugbrücke. Das, dieser ganze schwarze Plastikklotz, der hier drin sitzt, das ist Ansaugbrücke. So, und hier gibt es Probleme. So, und jetzt machen wir erstmal, klebst du oben zu? Den müssten wir hier zumachen, den genau, um das System dicht zu kriegen, haben wir hier so ein mega geiles Werkzeug. Stecken wir einfach hier rein, pumpen den Ball auf. So. Und damit haben wir hier haben wir das dicht gemacht. Wunderbar. So. Ich habe auch dicht gemacht. So, Jogi hat da einen Stöpsel reingesteckt. So, und jetzt können wir hier an dieser Stelle dann die Nebelmaschine nehmen. Wo hast du Luft da? Hier haben wir Luft. Hast du schon Luft. Luft okay. Hier drauf. Produzieren mit hier mit einem Nebel, was wir ja schon immer wieder sagen. Keine Werkstatt kann eigentlich ohne so eine Nebelmaschine sein. Fluoreszierend sogar. Ja, ist eigentlich das eines der geilsten Werkzeuge überhaupt. Also ja. So, wie sowas hier zu diagnostizieren, ist echt mega einfach. So. Dann geben wir hier den Nebel drauf. So, stecke ich jetzt hier in diesen Anschluss rein. Mit dem habe ich es aufgeblasen. Ne? Und jetzt stecke ich mal hier in den Anschluss rein. So, und jetzt wird das ganze Ansaugbrücke unter Nebel gesetzt. Es dauert eine Zeit lang, bis es da drüben ist. Ich hole mal das Endoskop dazu. Das muss nämlich da durch, unten durch den Ladeluftkühler geht es durch. Und es dauert und dauert und dauert, bis es dann irgendwann hier hoffentlich rauskommt, um dann zu sehen, wo ist es kaputt, was ist hier passiert. Ja, es dauert. Und dauert. Und dauert. Wir gehen ja jetzt durch den Ladeluftkühler erstmal, ne? Ja, das dauert eine Zeit, bis das einfach, jetzt ist das Endoskop auch soweit, vermutlich. Ja, damit kann man jetzt direkt das ganze Ladedrucksystem System durchschauen. Blub. Da hinten auch nichts. Nein. Ja, und sonst? Wieso? Danke. Alles gut? Mhm. Zu Hause? Auch. Ja. Super. Ne? Okay. Da kommt es langsam den Nebel hoch, ne? Den wird auf der Seite reindrücken lassen. Kommt den jetzt hier wieder schön lecker zu. So, nehmen wir uns hier. Gucken wir mal, wo ist denn her? Unser Endoskop. So, und dann schauen wir mal. Wir wissen natürlich, da sieht man schon, wie der Nebel da rauskommt. So.
Ja, siehst du, wie der Nebel da rauswabert. Siehst du es, Patrick? Was hast du her? Und jetzt gehen wir hier mit unserem Endoskop rein. Wie Sie sehen Sie nichts. Weiter oberhalb gehen. Da ist so viel Nebel hier. Da ist. Boah. Wo ist das denn? Da ist sie, da ist die Schraube. Da fehlt die Schraube. Die Schraube, da, in dem Loch, in dem Loch fehlt die Schraube. Die ist abgerissen. Dahinter kommt der Nebel raus. Genau, und dahinter, da dran drückt. Genau, weil die Ansaugbrücke nicht mehr angedrückt wird. So, und diese Schraube, die da fehlt, an dieser Stelle, die ist abgerissen. Die sieht normalerweise aus wie diese Schraube da. Genauso wie die Schraube sieht die aus. So, und diese Schraube reißt ab. Durch den Ladedruck reißt die ab. Genau, durch den Ladedruck, durch das Dehnen, die fahren dann mit einem relativ hohen Ladedruck, fängt das Ding an zu schwingen und dadurch passiert das. Es ist jetzt schon das zweite Mal, dass das bei uns passiert. Daraufhin habe ich das Ding bei Fabuka reingesetzt und habe die Kollegen gefragt. Und die Kollegen haben das so bestätigt, dass das immer wieder passiert. Da reißt die Schraube ab, die immer wieder in Bewegung kommt, reißt ab. Fabuka kennt ihr, das ist unsere... Fabuka ist ja die App für Berufs-Kfzler, Meister, Gesellen. Auch Lehrlinge können sich daran beteiligen, Auszubildende, und Auszubildende, Bildenden. Und wir nutzen die Schwarmintelligenz, das heißt, da sind wie viele Tausend? 20.000. Über 20.000. Über 20.000 Fachleute sind da, nur Fachleute, da kommen auch nur Fachleute rein. Und guckt ihr hier, ich habe gestern für einen Ford Kuga Hammer ein Problem mit dem Schiebedach gehabt. Ja. Dann habe ich das reingestellt. Kollegen, wir brauchen Hilfe. Und zwar haben wir hier einen Kuga. Bei dem Kuga haben wir oben eine neue Dachkulisse eingebaut. Nachdem Ford dort einen neuen Motor eingebaut hat vom Schiebedach. So bla 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 bla. Auf jeden Fall haben wir total schnell habe ich dann Rückmeldung bekommen. Dann die über 20.000 anderen und schreiben kurz danach auch schon eine Information auf dem Video rein. Ist die Motorhaube offen, deswegen könnt ihr das wohl nicht richtig initialisieren. Ist spannungsfrei eingebaut worden. Beachtet, auf der Beifahrerseite müssen die gesamten Vorgang offen bleiben. Die Fahrer- bzw. Beifahrertür müssen während dem gesamten Vorgang offen bleiben. Motorhaube muss zu sein. Den Zündschalter auf on drehen. Und also jede Menge Informationen. Menge Informationen kommen da rein, die uns dann weiterhelfen, wo wir dann danach arbeiten können und sagen, okay, wir probieren das jetzt aus, wir gucken mal, ob das ist. Hat er für die Jalousie einen extra Schalter? Also jetzt im Endeffekt ist, wir bestellen jetzt einen neuen Motor. Uns ist hier geholfen worden, das kam relativ schnell rein. Vor allem kommen auch neue Impulse rein. Also an alle Kollegen, die, die das noch eine Werkstatt haben, schaut euch Fabuka an. Runterladen. Kostet nichts. Ja. Und wir haben die Schwarmintelligenz von vielen, vielen anderen. Hier kann man auch sehen, ich habe einen Tag vorher habe ich noch einen Tipp reingegeben. Da bin ich schon wieder... Moin, Kollegen. Kleiner Tipp. Ich habe mich gerade echt schwer getan, einen Fehler zu finden. Und zwar Angaben hier bei dem EOS steht immer dran, Nockenwellensensor. Also hat man Probleme mit dem Nockenwellensensor. Das geben dann wir auch weiter an unsere Kollegen und die Kollegen natürlich auch an uns, wenn irgendein Problem ist. Also schaut es euch an. Das ist nicht nur bundesweit, ne? Das ist auch Österreich, Schweiz. Ne? Ja, also uns überall. Lag das am Herzen, das nochmal anzuteasern. Ja. Und jetzt haben wir, das ist klar, da muss jetzt auf jeden Fall eine neue Schraube rein. Da muss erstmal die Ansaugbrücke ab, das Gewinde ausgebohrt werden. Problematik ist, das passiert bei fast allen Fahrzeugen von dieser Klasse. Das ist einfach ein Problem an zu dieser Stelle. Zu kleine Motoren, zu großer Ladedruck. Irgendwie müssen sie die Leistung aus dem Auto herauskriegen. Und da kommt es also in Schwingung und passiert das. Ladedruck. Ja. Zumindest ist das so, wie die Kollegen das gesagt haben. So, und hier sitzt irgendwie ein bisschen... Wie war das mit deiner Schwarmintelligenz? Ja, ja, die Schwarmintelligenz ja, aber hier nicht. Nein. Hey, tschüss Pino. Pino hat jetzt zwei Tage lang ein richtiges Problem Auto gehabt und hat den jetzt den Fehler beseitigt. Also deswegen feiern die ihn hier alle. So, wir haben jetzt hier noch einen Wagen. Da weiß ich noch nicht, wo die ganze Geschichte hingeht. Das ist ein Explorer. Wir machen eigentlich keine amerikanischen Fahrzeuge, aber der hat ein Problem am Tankstutzen. Und dieser Tankstutzen, der gibt es wohl nicht mehr oder schwierig. Und wir sollen uns das mal anschauen, ob wir diesen Tankstutz instand setzen können, ob wir das kleben können, ob es da eine Möglichkeit gibt. Ich weiß noch nicht, was kommt. Den heben wir jetzt einfach mal rauf und schauen uns das mal an. Ich habe den mal ausgemacht, ne? Ein Explorer. Ein Explorer? Mhm. Im Ernst? Oh nee, Mann, der Explorer. Von nichts zurück. Ja,
Also hier ist ja, wir sollen hier irgendwas am Tankstutzen machen. Tankstutzen? Ich habe überhaupt noch keine Idee, irgendwas kleben oder was weiß denn ich. Ich habe. Ah, hier. Was soll denn da kleben? Was passiert denn da? Hier ist der undicht. Oh. Aber um das zu kleben, müsstest du den Tank erstmal ganz leer machen, entfetten. Das ist doch Diesel. Diesel. Das kriegst du ja nicht geklebt, das ist ja Öl. Ja, das läuft auf jeden Fall hier an dem Rand raus. Was ist denn, wenn wir das mit normalem Kunststoffkleber können wir das vergessen. Was ist denn, wenn wir das sauber machen, jetzt mit Bremsenreiniger, das Primern und Scheibenkleber? Scheibenkleber nehmen. Die Frage ist, ob der Scheibenkleber kraftstofffest ist, ne? Das weiß ich nicht. Ja, aber das können wir ja nicht mehr erst probieren. Ich meine, normal muss jetzt ein neuer Tank rein. Ja, aber, das probieren. Aber Scheibenkleber hört sich aber gut an, weil das Scheibenkleber wird richtig fest. Ja, und flexibel. Und elastisch. Und elastisch. Und klebt wie Sau. Ja, Josch ist gerade sowieso hinten eine Scheibe am Machen. Und jetzt haben wir ein bisschen Kleber über wahrscheinlich. Und da können wir das schön mitmachen. Ja, lass mal das probieren. Ich finde das eine Idee. Und dann probieren wir es einfach aus. Dann ist ein Versuch. Da helfen wir dem Kunden jetzt mit. Und dann sehen wir mal weiter. So, Josch hat hier gerade Zündungssuppe. Hast du noch Primer für uns? Aktivator habe ich, kein Primer. Das ist Aktivator. Gut. Primer willst du, musst du im Schrank gucken. Okay. Gut, aber wenn ich Primer, muss ich trotzdem aktivieren, ne? Nein. Nein, ne? Der Primer reicht doch, ne? Reicht doch. Ja. Bremsenreiniger. Das auch noch. Hier, nimm den hier. Ja, das ist schön sauber an der Stelle. Luft? Hier. Alles da. Ja. Hier. So, mach da was sauber. Hier, nimm Dings, eine Mülltonne. So, das ist jetzt. Es ist auch jetzt kein Kraftstoff mehr nachgelaufen. Ne? Ja, also der hat... Den Tank fast leer? Tank fast leer. Vielleicht schleifen wir das da an der Stelle ein bisschen an, Jürgen. Also der ist voll auf Reserve, deswegen hat er den wohl nicht mehr voll gemacht. Bring mal die Drahtbürste mit aus deiner Kiste, die schmale. Ja, genau, das ist super, Drahtbürste. Also, wenn man zu zweit denkt, ist immer besser. Drahtbürste, damit machen wir das was sauber. Und dann setzen wir da rundherum. Setzen wir ihn schön dran. Vielleicht ist es auch oberhalb, wo es undicht ist. Das kann man nur probieren. Und dann sagen wir euch einen von den nächsten. Aber wir gucken jetzt erstmal, ob es hält, ob wir es dran festkriegen. Auch vor allen Dingen auch oben, Jürgen. Ja, ja, ich habe ringsrum, aber. Was? Das ist hier dran gewesen. Der ist gerissen, der Stutzen. Da ist ein Riss im Stutzen. Der ist da gerissen. Zeig mal mit dem Finger. Da ist der gerissen, ja. Da, wo das der helle Streifen ist. Okay. Das ist aber nichts mit Kleben. Vor allem, da kommt ja der Diesel, kommt ja immer weiter nach. Der ist da gerissen, dieses Stück. Weißt du, was wir da machen? Mit unserem anderen Kleber. Wir verschmelzen das. Und dann nehmen wir den anderen Kleber. Oder dann können wir schon, wir verschmelzen das, Jürgen. Ja. Und dann nehmen wir trotzdem den Kleber, den Scheibenkleber. Ja. Der Jürgen, ja, weil der Jürgen da so rumliegt. Okay, das ist eine Möglichkeit. Wenn wir das jetzt verschmelzen, dann haben wir es auf jeden Fall trocken an der Stelle. Also das ist natürlich ein bisschen hemdsärmlich. Ja, aber alles andere ist ein neuer Tank. Aber alles andere ist ein neuer Tank, genau.
Und somit kann man es probieren. Wenn du das damit jetzt ein bisschen verschmierst. Ja, genau. Verteilst, genau. Ja, dann haben wir es auf jeden Fall sauber. Mal gucken, wie dick das ist, ne? Ich dachte, ich rein, dass du da ein Loch auf einmal drin hast. Wenn du ein Loch drin hast, schiebe ich mein Auto drunter, dann kann der Tank volllaufen. Ne? Ja, vor allem. Muss halt auffangen, ne? Weißt du, das ist sehr wahrscheinlich auch gerissen, weil das mit der Zeit porös geworden ist an den Stellen. Ne? Ja. Aber der hat ja auch hier so einen komischen Knick da dran, ne? Das ist schon seltsam, ne? Ja, dass er da auf Spannung gestanden hat bei der Montage oder was weiß der Himmel. Jetzt kann man jetzt nicht mehr rausfinden. Oh, jetzt verschmelzen wir den. Die Stelle kriegen dadurch natürlich dann eine trockene Stelle. Und können darüber Kleber machen. Mach mit dem Lötkolben rechts und links auch ein bisschen. Ja. Dann haben wir wenigstens einen Pack an für den Kleber. Genau, und den Kleber drücken wir da genau rein. Läuft nichts nach, ne? Ne, das ist auf jeden Fall schon mal dicht. Schon mal super. So, sind wir schon mal auf der sicheren Seite. Und der Scheibenkleber gibt dann den ganzen jetzt auch noch mal eine Stabilität rein. Wir befreien das jetzt. Das heißt, wir geben dem jetzt eine Schicht, damit der Kleber auch wirklich aktiviert wird und auch sich mit dem Material verbindet. Genau, mit dem Material verbindet. Oh. Manchmal ist es echt schwierig, zwei Sachen auf einmal zu machen, zu sprechen und zu arbeiten. Ich bin irgendwie ganz normaler Mann. So. Das muss ja den Primer ein bisschen ablüften. Genau. Da bin ich gespannt. Ja, aber eine andere Möglichkeit gibt es hier nicht, außer ein neuer Tank. Das kann man eben probieren. Das mit dem Kunden noch absprechen. Und dann auf. Versuch macht klug. Ja, im Handschuh holen. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Naja, warum nicht? Ich glaube. Dann glaube ich, da noch ein bisschen mehr drauf tun an dieser einen Stelle hier. Falls da Druck drauf kommt von innen, wenn der Tank voll ist. Ja, glaube ich ja nicht, aber dass es richtig in diese Lücke da reingeht, in die Struktur reingeht. Also ich finde jetzt erstmal, dass es gut aussieht. Sieht super aus, ja. Ne, oder? Ja. Junger feste, fein gemacht. Fein gemacht, fein gemacht. Ja, mhm. Ja, super. Das Übel ist diese Scheibenkleber an den Finger. So, jetzt lassen wir das trocknen. Und das ist eben eine zeitwertgerechte Reparatur. Ich meine, das Auto, da lohnt sich natürlich auch neue Tankreize zu machen. Aber auf jeden Fall kann man so Geld sparen. Schauen wir mal. Wir werden berichten, ob das gehalten hat. Ne? Okay, gut, ihr Lieben. Dann bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns aufs nächste Video und bleibt uns gewogen und schaltet wieder ein. Tschüss zusammen. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.